Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Oh, ich muss gerade mal ein bisschen das hier leiser stellen. Ne, immer noch ein bisschen. So. Naja, lass uns nur so. Ich hoffe, das ist da nicht zu leise. Quatsch, zu laut. Gegen mir gegenüber. Plants vs. Zombies. Wir sind wieder mal zurück und ich glaube, ich werde das jetzt in einem Rutsch aufnehmen, damit ich es dann irgendwann auch mal durch habe. Boah, das ist ganz schön laut. Damit ich es dann irgendwann auch mal durch habe. Es kommt ja so unregelmäßig. Es tut mir auch manchmal echt ein bisschen leid, aber man hat immer so wenig Zeit, etwas aufzunehmen, die Stars. Und naja, jetzt ist der Ether da und Tekkit ist auch noch, läuft auch noch. Und aber Plants vs. Zombies und vor allen Dingen auch The Walking Dead sind jetzt zwei Projekte, die ich jetzt langsam mal zu Ende bringen will. Die werden auch, ich kann nicht sagen täglich. Ihr seht es ja im Upload-Plan. Der Upload-Plan wird dann geupdatet und dort erfahrt ihr dann auch, wann was kommt. Da wisst ihr ja Bescheid. So, wir nehmen den Peashooter, die Plants, die Sunflowers hier. Ich weiß schon gar nicht mehr die Namen. Oh Gott, die Walnut, die brauchen wir, die brauchen wir. Die brauchen wir, die können wir mitnehmen. Und gegen die da müssten wir eigentlich das hier einsetzen. Versuchen wir mal. Versuchen wir es mal so hinzubekommen. Ja, wollte eigentlich schon vor 2 Stunden aufnehmen, aber die neue Staffel von South Park ist rausgekommen vor 1 Stunde. Also auf Englisch. Und da musste ich mir erstmal ein bisschen was geben. Ich muss gerade noch mal ein bisschen, ein bisschen leiser machen. Mir kommt das irgendwie so laut vor, deswegen. Are coming. Oh, da unten kommt der erste. Blubbern wir mal weg. Ach, der ist falsch gesetzt. Na, verdammt. Egal, wird schon so hier noch eine Sonnenblume. Hätte ich eigentlich einen weiter vorsetzen müssen. Wird schon gar nicht mehr so. Hätte ich den. Na, mal gucken. Wir warten erstmal ab, was so kommt. So, bubble that Zombie down. Wir warten erstmal ab, was uns diese Runde so erwartet hier. Der muss hier, genau. Blob. Blob. Erbsenkopf. Ich mag das irgendwie. Keine Ahnung, finde ich lustig. So, noch eine Sonnenblume. Und dann haben wir auch irgendwann genug Sonnenlicht. Vielleicht, wenn wir hier. Müssen wir ein bisschen gucken, wie wir das machen. Ist ein bisschen tricky jetzt wegen dieser falsch gesetzten Pflanze. Kriegen wir aber alles hin. So, hier kommt noch eine Sonnenblume hin. Jetzt können wir hier langsam mal ein Lilypad setzen. Das muss nämlich. Und die Tangle Kelp müssten wir im Prinzip aussetzen, weil die sind auch so langsam. Und. Ja, das ist natürlich. Schafft er das oder schafft er das nicht? Setzen wir hier noch einen zweiten hin? Komm, wir setzen noch einen zweiten hin. Kriegen wir schon irgendwie. Hier kommt noch ein Lilypad. Hier unten muss einer hin. Dann muss da noch ein Lilypad hin. Brauchen erstmal noch einen zweiten P-Shooter. Zweiten P-Shooter bitte. Danke. Ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, müssen wir im letzten Moment eine Walnuss setzen. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Na? Komm schon. Kopf. Ah. Okay. Hat gereicht. Super. Dann lanzen wir den mal aus. Machen den hier vorne hin. Stellen hier noch eine Sonnenblume hin und pflanzen hier noch weitere Lilypads. Hier kommt noch ein Tangle Kelp. Ich sage immer die englischen Namen, das ist vielleicht gar nicht mal so gut. So, hier noch eins. Die kommen hier hinter. Und da wird es schon kritisch. Aber wir haben ja hier immer noch die Dinger zur Not. So, dann haben wir die Sonnenblume vorher ausgebaut. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir auch fast überall 2 Peashooter. Muss noch einer hin. Oh, hier liegt Geld. Das darf ich immer nicht vergessen. Das lasse ich immer irgendwo liegen und sehe es nicht. So, hier noch das hin. Hier muss noch eins davon. Können wir hier das machen? Nur sind wir ja eigentlich von der. Vom Geschütz her. Ziemlich gut dabei. So. Ich hoffe mal, das funktioniert so. Komm, ich Taucherzombies habe ich gar nicht gesehen. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht.
So. Okay. Ist aber eigentlich ganz gut von der Abwehr her. So. Unsere Tangle Kelps sind auch noch nicht angeschlagen worden. Das heißt, die halten in der Not auch noch alles weitere ab. Oh, da kommen Horror-Zombies. Das ist natürlich jetzt blöd. Dann muss ich hier Walnüsse und Lilypads auf jeden Fall hinsetzen. Beziehungsweise, naja, die Dinge halten natürlich auch noch was auf. Aber die sind dann zur Not da. Oh, ein Eimer-Zombie. Das ist not so good. Boom. Da müssen wir ein bisschen gegenschreiten. Können wir aber jetzt noch nicht, ne? Wir können einfach nur erstmal das Nötigste setzen. Genug Sonnenlicht haben wir ja. So, hier ein Walnüsschen. Müssen wir so langsam jetzt setzen dann. Oh. Bin ich aus dem Fenster rausgegangen. Jetzt nochmal. Sorry. Die, naja, die brauche ich erstmal nicht. Ich setze, glaube ich, erstmal noch welche hiervon. Na, oh nee, das war ein Fail. Egal. Müssen wir gucken. So. So. Boom. Die Dinger sind schon geil. Überall in eine Reihe müssen diese, obwohl ich kann sie ja zweiseitig setzen, die sind ja nicht, die sind gar nicht schlechter als die normalen P-Shooter. Oh Mensch. Sie sind so laut. Übertönt mich übrigens hier. Ja, setzen wir doch alle in eine Reihe. Komm, Nüsschen, Nüsschen, das eine müssen wir dann nochmal austauschen. Ach nee, da sollte ich da gar nicht hin. Oh, egal. Okay. So, läuft doch eigentlich. Läuft doch gerade. So, ich glaube, diese Aufnahme schaffen wir auch noch eine Runde, auch nur eine Runde. Das werde ich so ein bisschen abstimmen, dass ich das so hinkriege. Dum, dum, dum. Dim, dim, dim. Okay. Ein Nüsschen. Setzen wir hier einfach mal das hin. Ups. Und weg. Ich gehe mal aus dem Fenster. Ich habe das so im Fenstermodus und das ist ein bisschen, da klickt man ganz schnell daneben irgendwie. So. Bubble that Zombie down. Los. So, hier kann ich... Ich tausche jetzt einfach alle aus. Tausche jetzt so langsam alle aus. Zack. Sonnenlicht brauchen wir uns ja eigentlich nicht zu beschweren. Oh. Na, bevor du hier irgendwas machen kannst. Dafür habe ich mir nämlich eigentlich die auch auf... Jetzt kommt er nochmal. Überfährt er den einfach? Alter, der überfährt den einfach. Ach du Scheiße. Aber die Mine sollte den aufhalten, ne? Yes. Okay. Das ist natürlich jetzt richtig beschissen. Alter. Bob-Zombies. Na, das war schlecht. Okay. Sehe ich ein. Diese Eisspur mag mir nicht gefallen. Diese Eisspur mag mir nicht gefallen. Ich muss das hier mal ein bisschen umstrukturieren, glaube ich. Oder so. Zack. Spadoosh. Genau, eine Kartoffelmine hin. Das passt ganz gut. Och, nö. Heute nicht. So. Ich hoffe, das war jetzt nicht wieder... Alter, wie viele kommen denn da? WTF. Der überrollt die auch einfach.
Mann, ist doof von dir. Ich hasse dich. Penner, Wichser, Hurensohn. Sorry, ich habe mein Tourette nicht im Griff. Nein, Spaß. Oh, diese Eisspur, ne? Die geht mir manchmal ein bisschen auf den Sack. So, jetzt muss ich nur noch die hinteren austauschen. Alter, noch eine Eisspur? Seid ihr euch da sicher? Ja, bitte. Müssen wir so machen. Wir müssen das Ganze ein bisschen lichten. Ah! Alter. So, das sollte... sollte gehen. Wir haben ein leichtes Problem. Die Zombies stürmen. Hier muss ein neues Nüsschen hin. Sie haben unsere Nüsschen. Oh nein, wir haben es geschafft. Yay! Der ist geil. Torchwood. Peace that pass through it turn into fireballs. Also das heißt, wenn wir jetzt einen Peace-Shooter haben und also einen brennenden Baum davor sitzen, werden das Feuerbälle. Und das ist recht geil, würde ich mal so behaupten. Ich glaube, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben 11 Minuten. Das passt eigentlich immer so ganz gut für so eine Runde Plants vs. Zombies. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.